Okay, jetzt nicht weiter. Okay, wir haben jetzt also ein Mittel, um Evelyn zu töten. Jetzt brauchen wir sie nur finden. Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, wenn sie wirklich die Oma im Rollstuhl ist. Ne? Okay, ich hoffe, ihr hört das auch und das ist nicht in meinem Kopf. Dann glaube ich nicht, dass sie runtergepaddelt ist, ganz ehrlich. Aufgehört. Boah. Scheiße. Fuck. Oha. 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 Nein, lass mich hier runter. Nein. Okay. Oh Gott. Ich komme doch hier weiter. Leck mich doch einfach hin. Kommst du denn her? Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Mann, wie viel hält er denn aus? Oh, Kacke, mein Leben ist rot. Heilung! Oh. Tauschen wir das doch mal. Das nützt mir rein gar nichts. Ihr Viecher seid so ekelhaft, ne? Halt die Klappe. Ganz ehrlich, du auch. Muss ich gar nichts zu sagen.
Was haben wir im Kopf? Jetzt überhaupt was sagen. Schon tot? Alter, wie viele noch? Immer schön ruhig bleiben. Langsam wird man auch so warm. Ich hoffe, ich kriege wieder Fieber. Das schon einen dicken Rollstuhl. Ach komm schon. Ist doch kacke. Ach, leck mich. Alter, zwei. Ja, freaking ernst. Da kommt doch. Kommt doch, ihr Missgeburten. Oh, shit. Oh, shit. Ich habe, glaube ich, so ein kleines Problem jetzt hier. Ist an dem vorbei. Fuck. Okay, waghalsige Aktion. Nein, hilf nicht. Komm trotzdem nicht raus. Ach man. Ich hab auch nichts mehr zum Heilen, oder was? Kacke, ey, deine Ecke, das ist echt scheiße. Gegen die zwei Fetten. Okay, da hätte ich nicht hinrennen dürfen. Ah, eigene Dummheit, ganz ehrlich. Eigene Dummheit. Ah, shit. Ich hab's ja auch nicht weggestoßen bekommen mit der... mit der MP natürlich. Wie auch. So, kann weiter gehen. Ja. Nee, Moment, war das schon richtig.
bitte einfach sterben jetzt? Dankeschön. Boah, Ätzviecher, ey. Fettklipse. Uiuiuiui. Ja, sieht aus, als müsste ich dadurch. Nee, das machen wir ganz bestimmt nicht. Uh, 150. Ui. Karte des Bergwerks. Jetzt erst! Jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Wahrscheinlich sind wir jetzt fast durch, ey, das Bergwerk und jetzt kriegen wir erst die Karte. Warum muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurück? Ja, der Hammer. Wir sind sogar komplett durch. Der wird verarsche. Zuchtraumlabor. Ja, die haben hier unten. Haben die anscheinend Evelyn noch. Auf jeden Fall erforscht. Bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Fing das an. Oh, guck mal hier. Hier fing's an. Okay. Und, hä? Hier stand gerade noch ein Rollstuhl. Wo ist der Rollstuhl hin? Okay, das ist jetzt hier abgeschlossen. Ja, E001, das ist Evelyn. Jetzt wissen wir's. Hundertprozentig. Ich glaube, das ist so eindeutig. Geht gar nicht anders. Auch nichts mehr drin. Was ist deine Schuld? Warum ja. Sehe ich das? Ah, es ist meine Schuld. Ethan, ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt Bill! Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Ja, nee. Ist auch alles nicht echt, was wir hier sehen. Der komische Schleier geht nämlich nicht mehr weg. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Ja, das ist auf jeden Fall alles nur eine Halluzination.
Raus kommen wir trotzdem nicht. Ah, nach oben. Natürlich. Klar, als ob sie draußen ist. Genie. Wow. Alter. Komischer. Hallo, Mia. Verpiss dich. Du warst ein böses Mädchen. Stopp, stopp, nein! Nein, nein, nein! Ah! Ja, ein böses Mädchen. Du. Gehören erzogen. Okay. Ja, okay. Ich glaube, ich habe ein Problem. Say hello to my little buddy. Soll das so sein? Ich hoffe irgendwie ja. Okay, Wasser. Nein, das war's nicht. Ich hätte mich fragen dürfen. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Ja, ein großes, ungezogenes Mädchen. Nee. Ja, das tut es nicht. Ich kann mich auch nicht wegbewegen. Aber er ist 100%ig infiziert, ey, wie er das alles wegsteckt. Ja, ist gut. Ja. Ich wollte nur eine Familie. Ja, ist scheißegal, Alter. Was haben wir da denn? Die Waffe! Die Elbert 01. Okay. Wenn das keine Anspielung auf Wesker ist, dann weiß ich auch nicht. Schluss mit den Spielchen. Großes Mädchen, mal gucken, wie du das alles wegsteckst. Anscheinend nicht so gut.
Du hast da noch ein paar Unreinheiten im Gesicht. War's das? Ja, das war's anscheinend. Ende der Nacht. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Okay. Das haben sie auch gefunden. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Ja. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Resident Evil 7, das Ende. Hat länger gedauert, als ich eigentlich wollte, dachte, was auch immer. Tut mir auch sehr leid, dass da wieder Verzögerung drin war. Wahrscheinlich sind wir relativ spät damit. Aber so ist es halt. Also mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Also wirklich, ein Megaspiel. Also wirklich, Resident Evil wieder vom Feinsten, muss ich sagen. Jetzt nach den actionreicheren 5 und noch actionreicheren 6. Oh Gottes Willen. Aber von 6 will ich ja gar nicht erst anfangen. Ich hatte mit beiden Spielen auch sehr, sehr viel Spaß, besonders mit 5 damals, weil ich das in Koop sehr, sehr viel gespielt habe mit einem guten Kollegen damals, aber ja, es war halt nicht mehr Resident Evil. Also auch 4 war halt ja schon schießwütiger, so nach einer Weile, als die Vorgänger. War immer noch aber trotzdem einer meiner Lieblings-Resident Evil, zusammen mit Resident Evil 2 natürlich. Aber der, ey, es war auch anders. Es ist immer noch kein Ursprungs-Resident Evil, aber ich glaube, dass... Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so funktionieren würde, so diese Ursprungs-Resident Evil. Ich glaube, so war das schon sehr geil. Ein paar Fragen sind natürlich jetzt noch offen.
Wer hat Evelyn jetzt erschaffen? Wäre das Umbrella? Wollte Umbrella jetzt seine Spuren verwischen? Dann ist halt die Frage, sind Mia und sie ist durchgestrichen. Sind die jetzt eine Bedrohung für Umbrella? Werden die jetzt vernichtet? Ausgeschaltet, was auch immer? Dann ist die Frage, ist der Redfield, den wir da gerade gesehen haben, wirklich der Redfield? Ist das Chris Redfield? Es war auf jeden Fall seine deutsche Synchronstimme, da bin ich mir sehr sicher. Aber muss ja nichts heißen. Und wenn ja, warum arbeitet er jetzt für Umbrella? Okay, Umbrella hat ein neues Symbol. Man weiß jetzt nicht, ist Umbrella jetzt auf die Guten? Zuletzt, als wir Chris noch gesehen haben, hat er für die, jetzt will ich nichts Falsches sagen, BSAA gearbeitet. Irgendwas Biosecurity Agency Africa oder irgendwie sowas. Ein paar Fragen sind auch offen. Dann halt, wo ist Lucas? Mit wem hat Lucas zusammengearbeitet? War das Umbrella? Oder gibt es da noch eine dritte Partei? Muss es ja, weil wurde ja gesagt in dem Funkspruch, da hat eindeutig halt auch Chris geredet. Das war auch seine Stimme. Das hatte ich mir da schon gedacht. Wollte aber da noch nichts sagen. Weil hätte ja auch sein können, dass einfach nur die Synchronstimme genommen wurde von halt für den anderen Charakter. Und die sagten ja, es gibt eine dritte Partei, mit denen er schreibt. Nur dann ist die Frage, wer ist die dritte Partei? Das würde mich mal interessieren. Es wird ja noch DLCs geben. Ich glaube mittlerweile, das erste DLC ist mittlerweile jetzt schon raus. Ich glaube, das werden wir auch noch machen. Bin ich mir sehr sicher, nachdem mir das Spiel so viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, diese Mini-Passagen in DLCs, ich werde mir den Season Pass mal zulegen und dann werden wir das auch mal spielen noch. Vielleicht sogar direkt am Anschluss, wer weiß. War jetzt doch nicht mehr ganz so lang, wie ich dachte. Waren jetzt nur noch 2 Stunden, das habe ich noch durchgehalten. Meine Stimme wird langsam schon sehr, sehr lahm. Deswegen ist es auch gerade sehr passend, dass es zu Ende ist. Ich will auch jetzt gar nicht mehr groß sagen. Wie gesagt, mein Fazit zum Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Klar, kein Spiel ist perfekt, ein paar Kleinigkeiten. Aber es ist auch Geschmackssache teilweise. Ich will jetzt auch nicht genau darauf eingehen, was ich jetzt meine. Es ist entscheidend für euch selbst, ganz ehrlich, wirklich dieses Spiel. Also ich kann es nur empfehlen für Horrorfans und auch Leute, die Outlast mögen, glaube ich. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich bin mehr so in die Richtung als jetzt Richtung Outlast. Ich mag weniger so diese Horror-Survivor-Spiele, wo man sich nur verstecken muss hauptsächlich und sich weniger wehren kann. Da tendiere ich doch jetzt eher zur Richtung Resident Evil. Lass die Credits nochmal durchlaufen. Ja, die Fragen, das ist. Ich hoffe, die werden nochmal geklärt. Wir werden wahrscheinlich im DLC angerissen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, sie werden doch noch einen Tick offen gelassen. Oder wenn sie erwähnt werden, dann so ein Cliffhanger auf jeden Fall. Weil ich glaube, das Spiel wird eine Fortsetzung kriegen. Also natürlich wird neues Resident Evil rauskommen, aber halt jetzt zu der Story, zu dem Bereich. Iris Yu. Das ist ein geiler Name. Und deswegen, ja. Ich glaube, das lassen wir mal durchlaufen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich viel sagen soll. Deswegen, ich glaube, ich verabschiede mich hier jetzt schon mal an dieser Stelle. Bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen bei Resident Evil 7 Biohazard. Und wir sehen uns dann wieder in anderen Videos. Vielleicht dann halt, wie gesagt, auch im DLC, in den DLC-Abschnitten. Oder halt Livestream. Für Final Fantasy 15 auf jeden Fall. Ja,
Ich hatte da noch einiges geplant, so ein letztes Thema, nächste Let's Play. Wie gesagt, also die DLCs ist, glaube ich, ganz gut. Dann nächsten Monat wird es ein bisschen voller. Auf jeden Fall. Da kommt allein, es kommt Nier Automata. Es kommt Kingdom Hearts. Das wird schon Lebensprojekte. Ja, also Kingdom Hearts auf jeden Fall. Wir werden wirklich jedes Kingdom Hearts komplett durchspielen. Mehr oder minder 100%, beziehungsweise auch alle Secret Bosse und so weiter und so fort. Dann wird das schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Geplant war ja, dass ich das halt hauptsächlich mache und dann halt nebenbei, wenn Spiele rauskommen, dass ich die dann halt mit dazu mache, weil ich glaube nicht, dass ich mir innerhalb von 2 Wochen komplett Let's Play habe. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass das Spiel so kurz ist. Einmal das, dann kommen noch andere Spiele raus. Die Switch kommt raus, Nintendo Switch, die ich auch auf jeden Fall mir holen werde, auch vorbestellt. Wird am 3. März abgeholt. Und zusammen mit Zelda, nur ich glaube nicht, dass ich Zelda Let's Playen werde, weil das wäre dann, glaube ich, doch etwas zu viel. Wenn Ende des Monats dann Kingdom Hearts kommt, dann Zelda will ich dann jetzt auch nicht abbrechen. Dann habe ich noch Final Fantasy im Livestream und dann noch Nier, was auch schon am 13. oder so rauskommt. 16., ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, deswegen, das ist, wird alles ein bisschen zu viel. Ich hätte zur Not auch noch ein Spiel, was ich gerne Let's Playen würde, falls sich da eine Lücke auftut. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie lange die DLCs sind, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es 2 DLCs mit jeweils 2 Abschnitten irgendwie geben wird. Wie das jetzt genau geplant ist, kann ich echt nicht sagen. Überspringe jetzt mal die Credits, komm. Langsam geht mir echt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, komm, jetzt ist hier gut. So, Spielzeit. 8 Stunden 10 und 5 Sekunden, das sind 50 Sekunden so lange. 21 Mal gestorben. Es gab nur 20 von den Dingern. 10 haben wir gefunden, ja, gute Hälfte. 6 von den Münzen. Boah, man brauchte bis auf 2 Münzen, brauchte man alle. 4 Akten haben wir nicht gelesen. Metallbox geöffnet, 35 Mal. 34 Mal geheilt. Stabilisierer? Achso, das war für die Nachladegeschwindigkeit. Steroide 4 Stück. Ja, bestätigen wir. Schwierigkeitsgrad, Irrenhaus, Waffe Albert 01R. Objekte wurden im Inventar im Hauptspiel hinzugefügt. Cool. Objekt, die Geheimnisse der Verteidigung. Objekt wurde in Inventarbox. Ja. Okay. Zusätzlicher kostenloser Inhalt. Nade Hero, Frühling 2016. 17. Klar, 16. Schon längst raus. Seit einem Jahr, oh Leute. Yuppie-doo. Und anscheinend ist dieser Redfield beteiligt. Vielleicht erfahren wir da ja mehr. Und ja, ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Ich mache mich schlau wegen den DLCs. Und dann sehen wir uns vielleicht da wieder. Ansonsten im nächsten Let's Play. Dankeschön und tschüss.